Dieser neue Hightech-Zug erreicht unglaubliche 550 Kilometer pro Stunde, weil er auf den Gleisen schweben kann. Das Besondere hierbei? Er braucht hierfür keine Spezialschienen. Er kann sogar auf dem maroden deutschen Schienennetz betrieben werden. Von Frankfurt nach Berlin in nur einer einzigen Stunde, ohne Flugzeug. Das wäre ein Durchbruch für Umwelt, Bevölkerung und die Wirtschaft. Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Immerhin ist hier in den 90er Jahren das letzte Projekt diesbezüglich gnadenlos gescheitert. Transrapid-Strecken in Deutschland kommen voran. Der Transrapid war einst der Inbegriff deutscher Spitzentechnologie. Nun fährt unser Hightech-Zug nur in China. Aber der neue Ansatz der jungen Firmen Nevomo und Ironlev, nämlich vorhandene Schienen nutzen zu können, könnte das vielleicht ändern. Wie also soll die neue Zugtechnik schweben können? Und ist der Betrieb einer solchen Hightech-Anlage wirklich wirtschaftlich möglich? Die wichtigste Frage aber, kann dieser Zug tatsächlich auch in Deutschland eingesetzt werden? Oder wird er, wenn überhaupt, nur in unseren Nachbarländern existieren? Dass sich hier in Deutschland der Schienenverkehr bald zum Hightech-Transportweg entwickelt, wirkt absolut absurd. Fast jeder dritte Bahnreisende kam 2023 zu spät an. Im Juni diesen Jahres war die Bilanz sogar noch schlechter. 47,1% der Züge des Fernverkehrs haben im Juni Verspätung gehabt. Und noch schlechter sieht die Bilanz aus, wenn man sich die Kriterien durchliest, nach welchem die Deutsche Bahn Züge als pünktlich klassifiziert. Sie schreibt dazu: Wie bei vielen europäischen Bahnen wird ein Halt als pünktlich gewertet, wenn ihr Zug ihre planmäßige Ankunftszeit um weniger als 6 Minuten überschritten haben. Zum Vergleich, in Japan verursachte die Meldung Aufruhr, dass der Hochgeschwindigkeitszug Tokaida Shinkan 54 Sekunden zu spät war. Eine Schande, ein komplettes Entsetzen. Die Deutsche Bahn hätte eine 6-fache Verspätung noch als pünktlich gewertet. Das große Problem ist das marode Schienennetz. Im Jahr 2021 wurden unglaubliche 17.529 Kilometer Bahnstrecke als sanierungsbedürftig eingestuft. Bis 2023 hat sich diese Zahl nicht etwa verringert, sondern auf 17.636 Kilometer erhöht. Und auch die Zahl der Bahnbrücken, die durch einen Neubau ersetzt werden müssen, hat sich in diesem Zeitraum von 1.089 auf 1.160 erhöht. Und das trotz angeblicher Sanierungsmaßnahmen. Wir in Deutschland reparieren langsamer, als unsere Schienen verfallen. Dabei hat sich die Deutsche Bahn in Sachen Sanierung wirklich hohe Ziele gesetzt. Ende des vergangenen Jahres verkündete der Konzern, dass Deutschlands Schienen bis 2030 zum Hochleistungsnetz werden sollen. Insgesamt 40 Streckenabschnitte will die Bahn bis 2030 erneuern. Auf gut 4000 Streckenkilometer. Ob das wirklich hinhaut, wage ich persönlich zu bezweifeln. Die Tagesschau kommentierte den Zustand unserer Gleise nur noch mit den Worten: Es geht bergab. Die Rede von einem Hochgeschwindigkeitszug, der die bereits ambitionierten Ziele der Deutschen Bahn sprengt, ist ohne Zweifel einfach nur realitätsfern. Aber was wäre denn, wenn der Zug gar keinen Kontakt zu den Gleisen hat? Genau das ist die Vision von Nevomo und Ironlev. Beide Konzerne spezialisieren sich darauf, Hochgeschwindigkeitszüge zu entwickeln, die auf vorhandenen normalen Stahlschienen schweben können. Hierdurch wären nicht nur lautlose Züge möglich. Gleichermaßen sinkt natürlich auch der Verschleiß, wodurch die Wartungskosten auf ein Minimum fallen würden. Außerdem wäre aufgrund der fehlenden Reibung der Zug viel energieeffizienter und günstiger im Betrieb. Der größte Vorteil wäre aber zweifelsfrei die hohe Geschwindigkeit. Nevomo zum Beispiel hat sich das unglaubliche Ziel gesteckt, einen 550 km pro Stunde schnellen Zug zu vermarkten. Als ich mir das durchgelesen habe, war ich vor allem aufgrund eines Faktors wirklich skeptisch. Wie soll ein Zug mit Magneten auf Stahl schweben können? Wer schon mal mit Magneten herumexperimentiert hat, wird gemerkt haben, dass es zwei entgegengesetzte Pole braucht, damit der eine Magnet vom anderen weggedrückt wird. Aus genau diesem Grund galt bisher als Regel, dass Magnetschwebebahnen immer Spezialschienen brauchen. Mitunter hat dieses Problem zu extrem hohen Kosten geführt, was so manches Projekt in der Vergangenheit vorzeitig beendete. Magnetbahnen brauchen doch ebenfalls einen magnetischen Untergrund, oder? Das Eisen in den Bahnschienen ist jedoch ein sogenannter Ferromagnet. Das bedeutet, egal ob ich mit dem Pluspol oder dem Minuspol eines Magneten rangehe, beide Male zieht sich das Eisen und der Magnet an. Ein Magnet kann sich von Eisen alleine nicht abstoßen. Würde man einen Zug mit starken Magneten statt Rädern auf Gleise stellen, hätten deutsche Bahnmitarbeiter einen sehr harten Arbeitstag vor sich, um die Gleise und den Zug irgendwie auseinander zu friemeln. Um zu verstehen, wie die Züge von Ironlev und Nevomo funktionieren, habe ich mir die Patente genauer angesehen.
Und nun wird es richtig spannend. Gesetzt wird auf ein Prinzip, das ziemlich kontraintuitiv ist, also so wirkt, als könnte es gar nicht wirklich funktionieren. Aber das tut es doch. Die Idee von IronLev ist, dass man an beiden Schienen Schwebeapparate anbringt. Dieser Schwebeapparat soll den Zug von den Gleisen trennen. Die Schiene läuft in der Mitte dieser Apparate und wird von zwei sehr starken Permanentmagneten umschlossen. Diese Magnete spannen typischerweise Feldlinien auf. Und bei Kontakt mit einem Ferromagneten, wie zum Beispiel dem Eisen in den Schienen, passiert etwas Seltsames. Sind die Magnete, die die Schiene umschließen, stark genug, sind sie im Verhältnis zu der Schiene gefangen. Entlang der Schiene kann sich das Gebilde fortbewegen, aber nicht nach rechts, links oder oben und unten. Wichtig zu verstehen ist hier aber, dass es einen sogenannten Sweet Spot gibt. Einen Optimalpunkt, an welchem sich die Magnete im perfekten Verhältnis zur Schiene befinden. Nur wenn die Schiene perfekt in der Mitte zwischen den beiden Magneten liegt, ist ein Gleichgewicht gegeben. Kommt der Magnet der einen Schiene zu nah, zieht sich dieser wie üblich ran und der Zug hängt fest. Ja, schlimmer noch, die Magnete sind ja so stark, dass hierdurch wahrscheinlich sogar das Gleisbett und der Zug massiv beschädigt wird. Hier mal eine kleine Einblendung, wie fatal das Aufeinandertreffen starker Neodym-Magnete tatsächlich sein kann. Um genau solche beeindruckenden, aber leider auch kostspieligen Schauspiele auf den Gleisen zu verhindern, befinden sich zumindest bei IronLev Sicherheitsrollen an den Zügen. Diese sollen den Sweet Spot aufrechterhalten. Damit ist die Bahn zwar nicht vollkommen losgelöst, aber die Vorteile der Schwebetechnik sind grundsätzlich weiterhin vorhanden. Der Reibungsfaktor ist gering, weil auf diesen Abstandshaltern ja kein Gewicht durch zum Beispiel verladene Güter lastet. Es gibt aber leider ein anderes Problem an diesem Ansatz: Wirbelströme. Bewegt sich ein Leiter durch ein Magnetfeld, wird ein Strom induziert. Nach genau diesem Prinzip funktionieren letztendlich sämtliche Stromgeneratoren. Magnete stehen ja auch mit elektrischer Energie in Wechselwirkung. In Bezug auf die IronLev-Technik ist das nun problematisch, weil die Ströme einen Widerstand erzeugen. Die Schienen sind nichts anderes als Leiter, die ein Magnetfeld passieren. Und das wiederum kann zu einer ungewollten Wärmeentwicklung führen. Und aufgrund des Energieerhaltungssatzes wissen wir, dass Wärme nur entstehen kann, wenn irgendwo anders Energie verloren geht. In diesem Fall Bewegungsenergie des Zuges. Es scheint leider so, als wäre diese Technik an eine Art integrierte physikalische Bremse gekoppelt. Doch halt, nun kommt die andere Firma Nivomo ins Spiel. Diese beweist nämlich überraschend das Gegenteil. Was ich persönlich als Problem identifiziert habe und als Kontrapunkt sah, ist so gesehen überhaupt keiner. Dieses physikalische Phänomen ist nämlich überhaupt der Grund, warum der Zug von Nivomo funktionieren kann. Dieses Konkurrenzunternehmen nutzt nämlich die induzierten Ströme, damit die Schienen für kurze Zeit ein Magnetfeld aufspannen. Ein Magnetfeld, welches den Zug von Nivomo von den Gleisen wegdrückt. Der Zug bringt also sozusagen sein eigenes Magnetfeld mit. Statt einem Hindernis ist dieser Effekt also vielleicht sogar der Schlüssel zur Schwebetechnik. Entscheidend zu verstehen ist aber, dass die Stärke dieses Effektes von der Geschwindigkeit abhängig ist. Je langsamer der Zug ist, desto stärker ist der Bremseffekt. Erreicht man jedoch hohe Geschwindigkeiten, überwiegt dieser vorteilhafte Abstoßungseffekt. Ein Kräftemessen zweier entgegengesetzter physikalischer Phänomene. Daher setzt Nivomo vor allem darauf, dass der Zug sozusagen normal anfährt und erst bei hohen Geschwindigkeiten zu schweben beginnt. Natürlich kann man bei besonders hohen Lasten aber auch den Magneteffekt früher aktivieren. Dann muss man zwar der Bremswirkung entgegenwirken, hat dafür aber leisere Züge, die Zusatzgewicht transportieren können. Kurz gesagt, aus physikalischer Perspektive funktioniert das System tatsächlich. Es könnte eine große Rolle spielen, um den Zugverkehr nachhaltig zu verbessern. Es gibt viele Vorteile. Was ist aber nun mit der Praxis? Nichts davon ist wirklich relevant, wenn der Kostenfaktor viel zu hoch ausfällt. In diesem Sinne kurz angemerkt, auch in Zukunft prüfen wir spannende neue Forschungsarbeiten, Entwicklungen und Produkte und schauen, was da wirklich dran ist. Wenn du diese Videos nicht verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal. Es lohnt sich. Doch nun zur Praxis. Bei mir war vor allem die Angabe mit den 550 km pro Stunde wirklich Skepsis hervor. Umgerechnet knapp 152,78 Meter pro Sekunde. Dieser Zug erzeugt daher im Umfeld der Gleise unglaubliche Windgeschwindigkeiten. Nur damit das klar ist, alleine ab 32,7 Metern pro Sekunde Wind würde man von einer Windstärke von 12, also von einem Orkan sprechen. Diese Windgeschwindigkeiten wird man bei voller Fahrt durchaus mindestens erreichen. Genug, um das umliegende Gelände massiv zu beschädigen, Dachziegel mitzureißen und Äste zu zerlegen. Darauf ist unsere aktuelle Infrastruktur überhaupt nicht ausgelegt. Zusätzlich bräuchten wir direktere und geradlinigere Zugverbindungen.
Kleine Kurven bzw. Bögen würden bei 550 km pro Stunde zu einer adrenalinreichen Achterbahn werden, bzw. eher zu einer adrenalinreichen Entgleisung führen. Das alles sind Probleme, um die man sich beim Flugzeug keine Gedanken machen muss. Man kann problemlos Direktverbindungen fliegen und muss sich in 10.000 Metern Höhe nicht um Winde Gedanken machen, die umliegende Objekte gefährden könnten. Eine wirkliche Konkurrenz zum Flugzeug wird diese Technik in Deutschland beim Personentransport nur, wenn aufgrund künstlicher Besteuerung der Flieger, zum Beispiel durch Umweltauflagen, die Infrastrukturerweiterung am Boden günstiger wird als das Fliegen selbst. Oder wenn der Staat investiert. Das ist aktuell in Deutschland aber nicht absehbar. Wenn, dann kommt der Zug in Polen, Schweiz und Co. Hier sieht Nivomo auch die größten Märkte. Aber auch hier könnte die Zugtechnik wirtschaftlich ergänzt werden. Leisere Züge und vor allem Züge, die aufgrund der Magnettechnik zusätzliche Lasten transportieren können, könnten den Gütertransport nachhaltig stärken. Hier ist die hohe Geschwindigkeit eher zweitrangig. Weitere Vorteile sind zum Beispiel in Lagerhallen oder in Hafengebieten gegeben. Die Magnettechnik ist noch nicht an ihre Grenzen gekommen. Ironlev zum Beispiel möchte genau dieses System unter anderem auch bei Schiebetüren nutzen. Sehr häufig nehmen Vision gänzlich andere Entwicklungen. So zum Beispiel auch dieses Luftschiff hier. Eigentlich sollte dieses die Stromproduktion mit Höhenwinden revolutionieren. Heute wiederum ist das Unternehmen dahinter weltweit führend in der Produktion von autonomen Luftschiffen, unter anderem für das Militär und für die Bekämpfung von Drogenrouten in den USA. Wenn du jetzt mehr über diese spannende Geschichte erfahren möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem sehr gerne diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen.